So, Hallihallöchen, Hans und Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ich habe ein paar Sternteile besorgt, indem ich wieder bei dieser Rollfelsen-Galaxie war. Oder besser gesagt bei der Feuergalaxie mit dem Rollfelsen-Level. Und bin natürlich ganz absichtlich ein paar Mal gestorben, damit ich die Sternsplitter vollständig bekomme. Sorry. Oh no, ich wurde bei mir zu voll, Mann. Wo ist denn los? Ich verwandle los! Und wir öffnen den Weg zur letzten oder vorletzten Galaxie. Weil ich habe gesehen, uns fehlen noch 3 Sterne. Allerdings sind laut Weltkarte noch 2 Galaxien offen. Was ein bisschen dubios ist. Schüttelschieber-Galaxie. Dann machen wir die jetzt zuerst. An die habe ich keinerlei Erinnerungen. Wo ist der Boden? Schüttelpanik! Ja, wo ist er denn? Ja, da ist er ja. Ah. Ja, dann fange ich mal an zu schütteln, ne? Ist das, wenn ich wackel? Das ist, wenn ich wackel, gell? Ah, es wird ein bisschen mit Rätseln wieder sein. Okay. Woo! Woo! Haha, okay. Da oben wäre ein Leben. So wird man rankommen. Gut, da freue ich mich ja drauf. Hier sollte ich weniger schütteln. Aber hier wieder. Wow. Bisher sind noch Hilfsplattformen unten da. Ich bezweifle aber, dass die noch lange bleiben werden. Zack, 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 zack. Ja, nicht schütteln. Na, wenn man da immer so gerne in Verlegenheit kommt, ne? Jetzt natürlich als allerletztes Level, wenn man dieses Schüttelmuster schon längst in seinem Blut verinnerlicht hat, dann bringen sie natürlich. Also wenn man bei jeder Gelegenheit schüttelt, dann bringen natürlich die Leute hier von Super Mario Galaxy den Scheiß rein. Ja, ja, ihr mich auch. So. Mal rüber. Oh, 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 da wird aber stachlig hier. Zack. Ja, Spike mal hoch. Wow. Oh, die bleiben sehr lange draußen. Zack, zack. So, die Kometenmünze war bisher noch... Da oben ist sie. Ah. Einfach wegschlagen. Okay, aber bisher war es von den Rätseln ja noch nicht so schwer. Obwohl, warte, so. Zack. Mal drauf. Na gut. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Ja, ich Idiot. Hä, wie kommt man denn da hoch? Hä? Wie kommt man da hoch an die Münze? Warte mal, erstmal kurz sterben. Ich muss mir das nochmal von außen anschauen. Wir waren ja gerade direkt beim Checkpoint. Genau. So, wie kommt man da? Man kann nirgends. Hä? Okay, das wird jetzt ganz strange. Eigentlich so, wie ich es am Anfang probiert habe. Bloß anders. Also, wenn ich jetzt... Wow! Toll. So, jetzt erstmal hoch. Ne, dann... Nee, geht ja. Was? Hey, warum drückt er sich nicht an die... Hey, wie kommt man da ran? Uff. Nee, ich verstehe es gerade echt nicht. Wie soll man da rankommen? Also, wenn, dann muss es da irgendwie gleich drüben einen Schalter geben oder sonst irgendwas. Aber wie kommt man da ran? Also ich muss nochmal von da hinten gucken.
Es gibt keinen Schalter. Man kann auch nicht von da oben runter jumpen. Ja, wenn ich es mit einem komischen Bandsprung versuche, wenn ich jetzt gleich hier starte. Ne, warte, ich starte so. Also. Nee, niemals. Hä? Muss ich es ja ohne machen. Also wenn ich jetzt hier einen Walljump mache, komme ich fast hin. Fast. Wieso kann ich mich von der Wand nicht abdrücken? Ah, jetzt. Wieso geht es manchmal? Wieso dreht sich Mario nicht? Hey, ich drück diesen scheiß Joy-Con. Control-Stick, was soll denn der Scheiß? Gut, vielleicht anders. Vielleicht muss die Wand weg. Ne, vielleicht muss die Die Wand muss weg. Da muss sie kurz hin. Da muss sie weg. Und jetzt. Wieso drückt er sich denn da nicht ab? Sonst klappt das doch auch immer. Wieso will er sich hier nicht an die Wand drücken? Mario will sich da... Hey, ich raff's nicht. Muss ich mit einem Triple Jump da hoch? Und mit einem Triple Jump kommt man... Eins, zwei... Wie weit kommt man denn mit einem Triple Jump? Eins, zwei... Nicht so hoch. Wie soll das gehen? Es geht nicht. Also ich wüsste zumindest nicht wie. Oder ist die Plattform hier kleiner? Warte mal, wenn die kleiner ist, dann kann man ja doch von der anderen Plattform darüber. Muss ich mal kurz testen. Ist die andere kleiner? Nö. Die ist gleich groß. Nee, dann weiß ich es nicht, keine Ahnung. Dann machen wir das Level einfach so zu Ende. Hurra! So, rüber. Woo. Ja. Oder kommt man von hier dann rüber? Hatten die das so geplant? Warte mal. Woo! Ah! Boah, ist das mies. Ist das mies. Ja, oh. Sogar ohne Schaden zu nehmen. Zack. Wah. Okay, nochmal. Schütteln. Walljump. Walljump hoch. Oh. Okay, also die Galaxie hat eine Herausforderung, aber wir sind schon oben. Ach, das war schon das Ende. Also bis auf die Kometenmünze hat mir die Galaxie sehr gut gefallen. So, Stern 118. Gib her den Scheiß. 419. 118 war es, glaube ich. 18? Ja, 118. Jawohl. Hat einen zum Verzweifeln gebracht. Ja, und bei der Bossparade, da kommt der Komet. Toll. So, ja, also guck mal hier, da ist irgendwie ein
Komet fehlt noch. Planet fehlt noch. Planet, Komet. Dann würde ich sagen, wir fangen mit der Bossparade in dem Part an. Also ich meine, dass es mit Leben, einem Leben ist. Schnell durch. Ah nein, schnell durch, Low. Oh. Okay, mit Schnelldurchlauf ist es gut zu machen. Da machen wir aber trotzdem nur nicht alle Bosse, sondern pausieren einfach mal so ab der Hälfte. Wie viel Zeit haben wir? 5 Minuten? Oder warte, wenn wir 5 Minuten haben, dann können wir das auch in dem Part machen. 5 Minuten. Okay, dann müssen wir aber richtig Schnelldurchlauf hier machen. Bam. Ja, hör mir auf mit den scheiß Cutscenes. Wir haben dich schon 8 Mal in der Form gesehen. So, bam, boing, auf die Nase. Machen wir den Part halt länger. Wut! Obwohl, nee, dann... Zack, wow, ein Boss in 10 Sekunden besiegt. Krass. Die Cutscenes dauern einfach länger. Ja, nee, da machen wir nicht alle Bosse, da machen wir 3, 4 Bosse. Und teilen den Part einfach. So, Mr. Okta, Ota-König. Was ist das, Paco? Zeig mir deine schönste Kokosnuss. Das war keine. Aua! Wie ist es denn? Ah, der Pilz ist da unten noch. Den nehmen wir mit. Hehehe. Der ist wichtig. So, ich hoffe, das war jetzt nicht die Kokosnuss. Das war die Kokosnuss. Nein, war es nicht. Ha! Kaum was verpasst. Düdüm. Ah, no! Nur der letzte. Die letzten beiden Bosse, die werden hässlich. Oh, warte, kann man nicht kaputt hauen? Oh, ist das scheiße. So, klopp. Ja, tsch. 1 Minute. Es waren ein paar Sekunden zu viel für den Ota-König. Aber ich wusste es nicht besser. Hui. So, der Maulwurf. Der kann schnell gehen, muss aber nicht. Immerhin braucht er ja nur... Ah doch, der braucht trotzdem... 3 Kampfphasen. So, ja, die Cutscene. Oh, diese Cutscenes, ne? Wow, wow, wow. Bam. Und da läuft der Fettsack. Na komm, steh auf. Steh auf. Du, 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 du. Du, 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 du. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da unten kommt er. Mit seinem orangenen Panzer. Düsch. Und düsch. Bam. Oh, es ging schnell, ging schnell. 3,5 Minuten für 2 Bosse. Oder es waren doch noch 2. Ja, der Geisterboss. Oh, für den nur 3 Minuten. Hm. Ich glaube, das Einlebending wäre mir jetzt sogar lieber gewesen. Er braucht immer so lange für die blöden Steine. Und dann kommt halt nur ein schwarzer Geist raus, dann kann ich nichts machen. Ja, 3 Minuten. For 2 Bosses. Beim Ota-König hätten wir uns ein paar Sekunden sparen können. Aber der erste Boss lief geschmeidig und der Maulwurf lief geschmeidig. Bam. Komm. Nächstes Geistlein. Geist, nicht. Nicht Stein. Oh ja, der raubt richtig Zeit. Und beim letzten Boss, da brauchen wir eigentlich nur Glück. So, das war jetzt für eine Form 1 Minute. Scheiße. Jetzt kommen noch die Hände dazu. Machen wir es doch in dem Part einmal schnell. Gatto Faust! Komm, spawn einfach diese kleinen Viecher. Am besten 2. Jawohl.
Okay. Bam! Ja, Doppeltreffer. Schön. So, nächster Spawn, bitte. War kein Spawn. Spawn nochmal. Sehr schön. Ich muss nur einen Treffer landen. Das heißt, wenn er jetzt die Hands up in die Air puttet. Bam! Sehr schön. Brauch einen Geist. Ha. Bam! 1 Minute 40 haben wir für die Piranha-Ding. Beziehungsweise bis zum Hinweg 1 Minute 30. Bis wir die beiden Sterne benutzt haben. Ja, 1,29, 28, 29. So, der wird halt scheiße. Ha! Bam! Mach auf. Wer weckt mich so früh am in der Nacht? Oh, warum? Scheiße, ich hasse ihn. Ich muss mal kurz einmal warten. Lösch dich. Bam. Boings auf die Nase. Zweimal treffen noch. Kein Zeitdruck anmerken lassen. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Ah, ja! Noch einmal. Wir haben immer noch Zeit. Ich bin halt ein bisschen angry. Nein! Wo ist er? Da oben. Er hat mich gespottet. Nein! Fuck, ich muss ihm irgendwie entgegenkommen. Da hat er mich. Nein! Feuer. Scheiße, letzte Phase, ey. Nein! Wieso? Kann ich ihn nicht irgendwie aufhalten? Au. Ja! 4,5 Minuten. Schön! Schön! Doing. Schön. Oh, er leuchtet. Ach, 119. Und der letzte Komet taucht auf. Gut. Dann würde ich sagen, das war's für den Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.